Nachträge zum Buch IQ ist nichts, Unbildung alles. Die Idiokratie droht. Erster Nachtrag. Von den Großeltern lernen. Sicher, ich hätte das, was ich jetzt zu Papier bringe, auch schon in das Buch schreiben können. Aber wir haben keine Zeit mehr, die drohende Idiokratie zu bremsen. Bildung ist nicht nur schulische Bildung, sondern auch das Vermitteln von Lebenserfahrung. Unerfahrenen Kindern wurden in der gesamten Menschheitsentwicklung Lebenserfahrungen durch Vormachen, Vorleben, Erklären und, wenn die Zeit nicht ausreicht, durch Weisungen und Befehle, also durch Erziehung vermittelt. Ein Beispiel für Befehle: Finger weg! Stellen Sie sich ein kleines Kind vor, das gerade im Begriff ist, einen heißen Kaminofen zu berühren. Und nun stellen Sie sich die heutige Form so eines Befehls vor. Kevin Jonathan, mein Schatz, magst du gern vom Ofen weggehen? Mama findet das nicht so toll, wenn du dir die Fingerchen verbrennst. Und Papa wäre auch sehr traurig. Wohlgemerkt, alles wird als Frage formuliert, alles. Was wird der Kleine nach der ersten Frage tun? Er wird kaum reagieren und seine Finger kommen der Verbrennung immer näher. Warum stellt die Mutter Fragen, statt gerade in diesem Moment laut zu befehlen? Weil sie aufgrund ihrer Unbildung nicht sicher ist, ob ein strenger Befehl, streng bedeutet stark, eventuell die kleine Kinderpsyche nachhaltig schädigen könnte. Woher hat sie den Ausdruck Kinderpsyche? Ganz einfach, von den anderen Ungebildeten, mit denen sie sich am liebsten umgibt. Umwelt formt den Menschen, ist eine alte Weisheit. Warum sie sich gern mit anderen Ungebildeten umgibt, habe ich weiter oben im Buch erwähnt. Nur so viel dazu, gleich und gleich gesellt sich gern. Kommen wir zur Überschrift dieses Absatzes und vergleichen wir drei Generationen: die Kinder, die Eltern und die Großeltern. Ich habe sie bereits ihren Lebenserfahrungen nachgeordnet und jedem ist klar, dass die Großeltern die meiste Lebenserfahrung haben. Die Lebenserfahrung ist ein wichtiger Teil der Bildung, wahrscheinlich der wichtigste überhaupt. Ja, ich höre schon wieder in meinem geistigen Ohr die Elterngeneration sagen, die Großeltern sind altmodisch, heute ist man schon viel weiter, wir lassen keine Einmischung in unsere Kindererziehung zu. Und, wenn ich jetzt wieder das Wort früher gebrauchen werde, höre ich auch, ja, ja, früher war alles besser, alles Blödsinn. Gut, blicken wir in die Geschichte. Bis vor einem halben Jahrhundert lebten Jung und Alt unter einem Dach, zumindest nah beieinander. Jeder kümmerte sich um jeden, was ja auch logisch war. Die Kleinsten waren hilfsbedürftig, die Ältesten aber auch. So war es nur gerecht, wenn sich die Starken um die Schwachen sorgten, aber das nur nebenbei. Während sich die Eltern tagsüber dem Broterwerb widmeten, kümmerten sich die Großeltern in dieser Zeit um die ganz kleinen Kinder. Die größeren Kinder waren entweder spielen, waren in der Schule oder halfen bei der täglich nötigen Arbeit in Haus und Hof. Genau diese Zeit, in denen sich Oma und Opa um die Kleinsten kümmerten, war für das Lernen die wichtigste. Das Vermitteln der besten, weil größten Erfahrungen und Verhaltensweisen war sichergestellt. Denn das übernahmen die Erfahrensten, die Großeltern. Dass man diese Erfahrungen den Alten zugestand, drückte sich auch in Begriffen wie Ältestenräte, Dorfälteste und Ähnlichen aus. Diese Begriffe bildeten sich durch tiefe Einsicht. Man wusste es instinktiv und holte sich oft und gern persönlichen Rat bei den Alten. Mittlerweile hat die Gleichberechtigung die Idee vermittelt, dass jeder Mensch gleich viele Rechte habe und alle Menschen gleich seien. Das wäre auch nicht weiter schlimm, wenn die Ungebildeten es nicht für sich so auslegten. Alle Menschen haben die gleiche Bildung.
Zur Bildung gehören auch Lebenserfahrungen und das vergessen die Verblödeten oder sie wollen es einfach nicht wahrhaben. Für alle, die dieses Buch noch nicht lasen, blöd bedeutet abgestumpft, aber nicht bildungsunfähig, also dumm. So wundert es nicht, dass die verblödete Elterngeneration ihre Kinder kaum erziehen. Besser, sie verziehen ihre Kinder. Letztens hörte ich folgenden typischen Kurzdialog zwischen einer Mutter und ihrem Kleinkind. Mama, magst du das wieder hinlegen? Kleines Kind, nein. Früher vermittelten die Großeltern den Kleinkindern ihre Lebenserfahrungen und gaben trotz aller Liebe auch kurze und eindeutige Befehle, vor allem dann, wenn Gefahr drohte. Und sie meinten es gut. Finger weg! Hilft beispielsweise, Verletzungen zu vermeiden. Mittlerweile hat sich unsere Gesellschaft so gewandelt, dass Jung und Alt mehrheitlich nicht mehr nah beieinander leben. Man entsorgt die Alten mitunter sogar im Altenheim, statt sich um sie zu kümmern. Die kleinen Kinder werden eben nicht mehr auch von den Ältesten erzogen, sondern von Erziehern und Lehrern des Alter- und Bildungsstandes, welche die Elterngeneration lediglich hat. Und das setzt sich so fort. Was für eine Unbildungsspirale. Wie viel Erfahrungswissen geht damit den Kleinsten verloren? Danke fürs Zuhören. Unten in der Videobeschreibung ist der Link, um sich das Buch dann wirklich durchlesen zu können. Habt einen schönen Tag und bis später. Tschüss.